Aloha Seekräuter, aloha Wohnzimmerkapitäne, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei diesem Ausblick und wir haben schon wieder Informationen von Wargaming, die wir für euch hier gemeinsam aufbereiten wollen. Es geht zum Update 090 und das war ja quasi schon zu erwarten, dass mit Update 090 dann die schweren Kreuzer der Briten den Weg ins Spiel finden werden und ihr kennt schon, es wird dann immer so einen Eventbogen geben über mehrere Updates. Und ja, mit Update 000 steigt quasi der Vorabzugang ein ins Spiel. Ihr werdet britische Token für die Erfüllung von Direktiven erhalten. Ihr werdet diese Token auch in täglichen Kampfeinsätzen bekommen und in täglichen Lieferungen. Mit diesen Token könnt ihr in die Waffenkammer gehen und beliebige Pakete dafür tauschen. Es wird in 4 Paketen 4 verschiedene Schiffe geben, nämlich die Hawkins, die Devonshire, die Surrey und die Albemarle. Und die werden mit einer permanenten Tarnung, die ihr hier schon seht, gelbe Aufbauten, weißer Rumpf, Victorian White, erhältlich sein. Ne? Außerdem wird es in diesen Paketen natürlich auch wieder so eine Geschichten geben wie Tarnung, also verbrauchbare Tarnung, Sondersignale, Kohle und eben auch andere Belohnungen. Diese Sachen können nicht nur für Token bekommen werden, sondern eben auch für Dublonen. Also es wird so eine Möglichkeit geben, sich den Fortschritt im Spiel sozusagen zu erkaufen. Ja, wenn man nicht genug Zeit hat, diese Sache zu erspielen. Dafür ist es ja eben da. Und eben diese Sache eben zu erspielen. Wir sehen auch hier im Hintergrund, dass der britische Hafen in London, die sich hier so ein bisschen verändert hat. Ich gehe davon aus, dass es London ist. Und hier ist irgendwie noch so ein Wasserraddampfer da in der Themse. Und auch die Flaggen hier, die ganze Sache wurde so ein bisschen angepasst. So erscheint es zumindest für mich. Ja, das ist das, was man erstmal zu dem britischen Event sagen kann. Es wird sicherlich noch das ein oder andere mehr geben. Ob dann schon der britische Kreuzer London, der ja auch als Premium-Kreuzer getestet wurde und so weiter, dann irgendwie schon erspielbar sein wird oder erst mit dem Update später oder ob er überhaupt erspielbar sein wird, das wissen wir alles leider nicht im jetzigen Moment. Müssen wir dann einfach mal abwarten. Aber das, die Informationen, die ihr jetzt habt, sind schon mal die, auf die ihr sicherlich auch gewartet habt, ob mit 090 eben die britischen schweren Kreuzer kommen. Und dann kommen wir zum panasiatischen Mondneujahr, wollte ich gerade sagen. Es ist ja eigentlich nur das asiatische Mondneujahr und das hat sich dieses Jahr 2019 ja mit der Irian damals so ein bisschen angekündigt. Es gab da Container und so weiter, das wird auch dieses Jahr wieder so sein, aber es wird mehr Schiffe geben. Wir haben hier 2 Schiffe, die wir eigentlich schon im Spiel haben, die in abgewandelter Form erscheinen und ein neues Schiff. Und ich möchte euch die ganz kurz nochmal vorstellen. Wir hatten zwar schon mal drüber gesprochen, aber der ein oder andere hat es vielleicht schon wieder aus dem Kopf verloren, was genau diese Schiffe verändert hatten. Und jetzt hat man ja halt auch mal ein Bild, ne? Also die Wukong. Ich meine, wer auf diesen asiatischen Stil steht, der findet das hier sicherlich cool. Also ich finde sie jetzt nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn es natürlich nicht so typisch Kriegsschiff aussieht. Das ist eher so, als ob die Kriegsschiffe hier auf Fasching gehen oder irgendwie sowas. Aber ich finde es trotzdem so, thematisch ist ja ganz cool. Und man kriegt dann halt auch wieder die Möglichkeit, irgendwie Tarnung und so weiter zu bekommen für einen Dampfer, die dann halt nicht verbrauchbar sind. Ja, muss man da auch wieder so sehen. Also prinzipiell wird es halt diese beiden Dampfer geben. Sie werden beide spezielle Hornklänge haben und später kommt auch noch die Siliwangi, die zeige ich euch gleich. Also, hier haben wir jetzt den T8-Kreuzer Wukong und dieses Schiff basiert auf dem französischen Kreuzer, nämlich der Charles Martel. Beide Schiffe, also die Wukong und die Baji, die ich euch nachher zeige, haben veränderte Eigenschaften zu ihren Hauptschiffen, ja. Und die Wukong wird eine erhöhte Schussfrequenz haben, nämlich der Hauptbewaffnung. Hier wird die Nachladezeit reduziert von 11 auf 10 Halbsekunden. Aber die Verbrauchsmaterialien Hydroakustik, Jäger, also diese Jagdflugzeuge, Motorboost und Hauptbatterienachladebeschleuniger, die entfallen. Also das, was die Charles Martel quasi jetzt hat. Dafür bekommt sie Tiefwassertorpedos, Torpedonachladebeschleuniger und Aufklärungsflugzeug. Ja, also ihr schießt schon mal schneller, eine halbe Sekunde eben schneller. Das soll so ein bisschen wahrscheinlich diese punktuelle Nachladen der Hauptbewaffnung ersetzen. Die Tiefwassertorpedos schwimmen 12 Kilometer weit, machen 18.400 Schaden und sind 63 Knoten schnell, gehen spät auf. Erst bei 800 Meter sind die Dinger wohl sichtbar. Und die haben an jeder Seite einen Werfer mit jeweils 3 Torpedos. Ne? Aber 110 Sekunden Nachladezeit ist schon lang. Deswegen gibt es den Torpedo-Nachladebeschleuniger. Damit könnt ihr dann relativ schnell die Torpedos wieder nachladen, wie in wenigen Sekunden. Und könnt dann gleich wieder die nächsten alle rausschicken. Aber auch da wieder
pay attention, ne? Wenn ihr in der zweiten Reihe steht, passt darauf auf, dass ihr nicht die eigenen Leute trefft. Außer sind Zerstörer für euch, denn die Tiefwassertorpedos werden alle Schiffe treffen, außer Zerstörer. Ja, die sind eben nicht davon betroffen, sozusagen. betroffen. Ein bisschen doppelt gekommen, ihr wisst, was ich meine, denke ich. Ne? Das ist die Wukong. Aber jetzt kommen wir hier dann zur Baji. Auch da erkennt das geschulte Auge sofort, um welche Schiffe es sich handelt. Nämlich die um die Izumo, die hier eine andere Variante bekommt, so ein bisschen. Am Ende bekommt das Schiff eine höhere Reichweite. Statt 21,7 schießt das dann 23,1. Der Sigma-Parameter steigt. Ja, also das Schiff wird noch genauer. Das war schon ein Sigma von 2,0. Jetzt haben wir dann ein Sigma von 2,1. Die Nachladezeit der Hauptbatterie wird dafür aber, um das alles so ein bisschen zu balancen, verlängert von 30 auf 32 Sekunden und die 180 Grad Turmdrehzeit wird von 40 auf 45 Sekunden erhöht. Das bedeutet quasi, ihr könnt dann eventuell mit dem sechsten Modul die Turmdrehzeit noch langsamer machen und dafür schneller nachladen. Da müsst ihr dann halt Elite-Schütze reinbasteln, um das wieder so ein bisschen auszugleichen, müsste man dann halt schauen. Aber Sigma von 2,1 ist wahrscheinlich schon ganz cool, aber auch da muss man ganz klar sagen, beachtet die Streuungsellipse, weil das Sigma ist am Ende nur eine Orientierung der Munition zur Mitte der Streuungsellipse. Ne, wenn die Streuung trotzdem 300 Meter beträgt, heißt das nicht automatisch, dass das Schiff viel genauer schießt. Die müsste dann schon immer noch, ich sag mal, eine ähnliche Größe haben, damit das wirklich deutlich mehr wahrnehmbar ist, dass das Schiff genauer ist. Ne? Ja, das sind die beiden Schiffe, die ihr eigentlich schon im Spiel habt und die dann jetzt der panasiatischen Flottille zugewiesen werden. Und dann gibt es noch ein weiteres Schiff und das ist die Siliwangi. Und oh, das ist jetzt schon mal angekündigt für Update 090. Ehrlich gesagt denke ich, dass an der Siliwangi noch einiges gemacht werden muss. Ja, aktuell, es wird demnächst auf unserem Kanal dazu auch ein Vorstellungsvideo geben. Da bin ich die Siliwangi gefahren und habe euch meine Gedanken so ein bisschen mal dagelassen und ihr werdet sehen, es ist eine spezielle Art, um sie zu fahren. Und ich denke, dass da wirklich noch ein bisschen was passieren muss, damit es wirklich ein attraktives Schiff ist für euch. Aber ich habe da schon mal die Tarnung. Ja, man kann ja bald nicht Tarnung sagen, ist ja eher so eine Art fahrende Bambushütte oder sowas. Aber das ist auch die Tarnung, die Irian dieses Jahr ja bekommen hat. Bloß, dass sie hier halt auf dem Zerstörer ist. Der hat halt nur zwei Türme, ne, vorne und hinten. Und dann in der Mitte Tiefwassertorpedos. Wird einen Nebelwerfer geben, es wird ein Hydro geben auf dem Dampfer. Zumindest Stand jetzt. Work in Progress ist das ja alles. Ja, aber das war es eben schon. Man kann nicht richtig in ein Gun-Duell gehen, wo die Nachladezeit der Geschütze zu langsam ist. Ja, und die Torpedos brauchen natürlich auch extrem lange, um nachzuladen, weil Tiefwassertorpedos sind, die sehr viel Schaden machen. Das ist alles noch nicht so, ja, das Gelbe vom Ei, muss man ganz ehrlich sagen. Aber die drei Schiffe, die wird es im Spiel geben. Es wird darüber hinaus dann auch Kommandanten geben, nämlich die beiden hier. Das könnte ja Kommandant für die Izumo sein, also dann müsste dann zu Baji sein, weil Baji ja eben schon die grüne Tarnung hat und die Wukong hat ja die gelbe, rote Tarnung, das könnte also hier sein, müsste man mal sehen. Es wird einen Aufnäher geben, es wird Flaggen geben für beide Sachen und dann hier nochmal so ein Patch, ich glaube, das Jahr der Ratte kommt ja jetzt dann. Das ist dann übrigens am 24. Januar wird 2020 wird dieser Jahresübergang wohl irgendwie starten bei den Asiaten und deswegen wird es dann wahrscheinlich Ende Januar, Anfang Februar dieses Event geben. Ja, und da gibt es hier auch nochmal eine separate Flagge. Und wie ihr das schon kennt, wird es natürlich auch wieder Mond-Neujahrs-Container geben und genau da drin können dann eben halt auch die Schiffe sein. Ne? Es wird auch permanente Tarnung für diese Schiffe dabei sein, wenn ihr diese Schiffe zieht. Es können Dublonen drin sein und eben auch andere Inhalte. Und das ist natürlich hier der Standard-Container. Und dann gibt es hier natürlich auch den Premium-Container. Wenn es dazu Neuigkeiten geben wird, ja, zu diesen Sachen, die ich euch jetzt vorgestellt habe, dann werdet ihr die natürlich bei uns hier auf dem Kanal erfahren. Ich bin jetzt auf jeden Fall mal sehr gespannt, was ihr zu den neuen Inhalten in Update 090 so denkt. Ja, wird das Mondneujahr für euch interessant sein mit den Schiffen, die in Anführungsstrichen halt eine leicht andere Charakteristik bekommen? Es gibt ja immer, ja, so leichte unterschiedliche Auffassungen, sage ich jetzt. Aber die einen sagen, ich mag das nicht, dass Wargaming bestimmte Schiffe einfach immer nur leicht verändert und die dann ins Spiel bringt. Und andere sagen, naja, warum nicht?
es ist halt mal eine Izumo, die man ein bisschen anders fährt. Oder ne, bei der Izumo wird sich wahrscheinlich nicht so viel verändern, aber gerade bei der Wukong, da ist der Spielstil sicherlich schon ein bisschen anders als bei der Charles Martel. Da wird der Impact ein bisschen größer sein durch das fehlende Hydro und so weiter. Ja, ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr mir das einfach mal unten reinschreibt in die Kommentare. Ich hoffe jetzt, dass euch dieses Video ein bisschen gefallen hat, dass ihr wieder ein paar Informationen bekommen habt, die ihr vorher noch nicht hattet. Wenn dem so ist, lasst mir bitte einen Daumen nach oben da, lasst mir ein Abo da, empfehlt uns gerne weiter, die Glocke nicht vergessen, damit ihr kein Video und kein Livestream mehr verpasst. Und dann sag ich, wir sehen uns im nächsten Video, im nächsten Livestream, wie auch immer. Und mein Team und ich, wir sagen tschüss, schöne Zeit, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.